Hallo zusammen. Fast überall in Deutschland sind Rauchmelder inzwischen Pflicht. Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, die Wohnungen mit Rauchmeldern auszustatten. Du als Mieter brauchst dir darüber also erstmal keine Gedanken zu machen. Wohl aber, wenn der Rauchmelder in deiner Wohnung oder eurer WG direkt mit der Feuerwehrleitstelle verbunden ist. Löst der Rauchmelder Alarm aus, rückt sofort die Feuerwehr aus. Eigentlich eine gute Sache, allerdings nicht, wenn der Alarm versehentlich ausgelöst wird. Zum Beispiel, wenn du eine große Party schmeißt, auf der geraucht werden darf. Dann kann es passieren, dass der Rauchmelder versehentlich anspringt. Somit hast du als Vermieter die sogenannte Obhutspflicht verletzt, denn du müsstest dafür sorgen, dass regelmäßig gelüftet wird. Steht die Feuerwehr bei einem versehentlich ausgelösten Alarm dann vor deiner Wohnung, musst du trotzdem für die Kosten aufkommen. Das können schnell mal 600 Euro sein. Aber nicht alle Rauchmelder sind direkt mit der Feuerwehrleitstelle verbunden. Am besten fragst du einfach mal bei deinem Vermieter nach. Und so oder so, falscher Alarm sollte natürlich auf jeden Fall vermieden werden, indem du regelmäßig lüftest, den Toaster nicht in Dauerschleife laufen lässt und Kettenraucherpartys einfach gar nicht schmeißt. Das war's für heute mit dem Thema Rauchmelder. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Hier seht ihr unser letztes Video. Besucht uns auf Twitter, mlpfinancify.de oder Facebook und passt auf, dass ihr nicht versehentlich Alarm auslöst. Ciao!